Ich bin bei Kinder- und Jugendbeiräten, Jugendparlamenten, Jugendkonferenzen. Ich habe sehr junge Leute gesehen, die wirklich mit 13, 14 sich ernsthaft in die Kommunalpolitik einbringen. Und vor allem habe ich viele ganz begeisterte Kinder und Jugendliche erlebt, die mit einer großen Ernsthaftigkeit und mit Spaß unsere Gesellschaft mitgestalten. Und das ist toll. Die Kinder und die Jugendlichen berichten mir, wie sie sich vor Ort engagieren, welche Projekte sie einbringen, wie sie mitgestalten können. Oft ist auch der Bürgermeister, die Bürgermeisterin mit dabei. Und wir kommen tatsächlich gut ins Gespräch und ich erfahre ganz, ganz viel über das, was Kinder und Jugendliche bewegt. Die Frage der Mobilität, aber auch die Frage der Digitalisierung. Schnelles Netz ist natürlich genauso gewünscht wie ein guter Personennahverkehr. Bildungsfragen, Zukunftsfragen. Hier in Gethoff ist zum einen der Jugendraum ganz toll geworden, wo die Jugendlichen selbst auch Räume mitgestaltet haben, mitgefliest haben, mit in Verantwortung gegangen sind und den Raum auch selbst verwalten. Hier sind große Sportflächen, große Außenflächen, hier ist ein Spielplatz gestaltet worden, auch mit Beteiligung. Und der Jugendbeirat hat hier durchgesetzt, dass es einen offenen, aber doch überdachten Grillplatz gibt, sodass dort die Jugendlichen sich abends auch einfach treffen können und eine Anlaufstelle haben. Mir ist wichtig, dass wir nicht sagen, was die junge Generation möchte, sondern dass wir mit den jungen Menschen, mit den Kindern darüber diskutieren, was ihr Anspruch ist, was sie sich vorstellen und dass wir das dann mitnehmen in unsere Arbeit und daran auch unsere Entscheidung orientieren. Das ist mir wichtig und das erfahre ich ganz hautnah und sehr persönlich auch in den Terminen in dieser Woche. Und das ist für mich als Ministerin eine ganz große Bereicherung, das so direkt erfahren zu können.